Während die Kinder noch rausgehen, wird mich zu Beginn einmal interessieren, wer hier in diesem Raum hatte schon mal ein Gespräch, ähnlich wie dieses hier, über den Glauben und hat sich im Nachhinein ein bisschen so gefühlt wie die Jana, die jetzt nicht ganz so glücklich aus dem Gespräch rausging. Einmal mit Handzeichen bitte. Oh ja, das sind, hautet euch ruhig, das sind schon, ich würde sagen, der Großteil der Menschen hier. Und es ist ja interessant, ja, was man ihr zugute halten muss. Ja, sie hatte dieses Bewusstsein, ich möchte jetzt irgendwie Zeugnis geben, ich möchte von meinem Glauben erzählen, ich bin hier irgendwie Botschafter für Gott und möchte das auch ausleben. Aber letztendlich hat es nicht ganz so funktioniert. Und wie Caro schon angekündigt hat, geht es heute um den Abschluss unserer Predigtreihe. Der Titel für heute ist Das Zeugnis. Und früher, vor 10 Jahren in etwa, gab es mal so eine App, da habe ich gerade Abi gemacht und jeder bei mir in der Klasse hatte so eine App auf dem Handy, die hieß 4 Bilder, 1 Wort. Kennt die noch jemand? Ihr merkt schon, seit ich unterrichte, liebe ich es, wenn Leute sich melden. Aber keine Sorge, das ist jetzt das letzte Mal für die Predigt wahrscheinlich. Und ich habe hier mal 4 Bilder mitgebracht und dann war es in der App immer die Aufgabe, beschreibe mit einem Wort, was alles, wie diese Bilder zusammenhängen. Und der aufmerksame EFB-Gottesdienstbesucher, der weiß jetzt, ah, Moment mal, das sind alles Bilder aus der Predigtreihe, die wir hatten. Es fing einmal an mit der ersten Predigt, worum es ging, um eine Berufung zum neuen Leben. Und wir hatten, Geri hat uns vor die Wahl gestellt, ja, wir sind, wenn wir Christen sind, entscheiden wir uns, leben wir verwurzelt in Christus oder nicht? Also füttern wir den braven Hund oder den bösen Hund mit unserem Verhalten? Danach hatten wir, ich gehe jetzt nicht auf jede Predigt ein, ich wollte es bei 4 Bildern belassen, aber wir hatten danach irgendwann mal uns den Weinstock und die Reben angeguckt, wo wir gesehen haben, hey, die Reben, die brauchen Pflege. Willi Deike hatte uns damals 3 Gewohnheiten vorgestellt. Nee, ich frage jetzt nicht ab, wer die noch kennt. Das, einmal mit Sünde aufhören, Prioritäten richtig setzen und in Jesus bleiben. Wir hatten dann irgendwann mal hier diesen Wasserschlauch und die Wasserpistole auf der anderen Seite. Was war das nochmal? Da hatte Alex uns gezeigt, wie wir wirklich Kraft im Alltag haben können. Es geht nämlich nicht darum, einen großen Wassertank zu haben, weil der wird früher oder später irgendwann leer. Es geht darum, dass wir wie so ein Wasserschlauch sind und einfach an der richtigen Quelle angezapft sind und einfach für Gottes Wirken, für seine Kraft empfänglich sind. Und zwischendurch einmal hatten wir dieses oder ein ähnliches Bild, wo Gary uns gezeigt hat, ohne Luft im Fahrradreifen fährt es sich super schwer. Und ohne Hoffnung im Leben lebt es sich super schwer. Wer aber so eine Hoffnung hat, der hat etwas zu erzählen. Der kann ein Zeugnis erzählen. Der kann dessen Leben ist ein Zeugnis. Und darum soll es heute gehen. Hier nochmal im Überblick die ganzen Predigten, die heute zu ihrem Finale kommen. Und ich hätte jetzt noch Iron Man einblenden können. Daran erinnern sich wahrscheinlich die meisten noch ganz gut. Ja, die Auswirkungen und wie Caro auch schon gesagt hat, das Zeugnis ist eben eine dieser Auswirkungen, dass wir davon erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich habe mir dazu eine Bibelstelle rausgesucht, die ich gerne mit euch ein bisschen näher besprechen möchte. Die steht in 2. Korinther 5, 20 und 21. Schlagt gerne eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt, denn ich werde die Verse nicht die ganze Zeit eingeblendet lassen. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und wir gucken uns heute
nur zwei Punkte an, nämlich einmal die Rolle des Botschafters und dann den Inhalt der Botschaft. Und Paulus schreibt diesen zweiten Korintherbrief mit Timotheus zusammen und stellt sich hier als Botschafter für Christus vor. Und wenn wir jetzt an Botschafter denken, dann denken wir wahrscheinlich auch an die Tagesschau oder so, wo man immer wieder liest, besonders nach schwierigen Ereignissen, was ein Botschafter in einem Land gerade macht. Ja, und der Botschafter ist ja der oberste Beauftragte eines Staates im Ausland. Und diese Vorstellung vom Botschafter ist an dieser Stelle gar nicht mal so falsch, weil auch für die Korinther damals hört sich dieses Wort Botschafter ganz schön offiziell an. Ja, das ist ein Wort, das wird im Neuen Testament nur 4-mal gebraucht und ist eigentlich in dem Umfeld damals tatsächlich für die Botschafter, für die Gesandten des Kaisers benutzt worden. Ja, der Kaiser hat immer wieder mal, das Römische Reich war ja riesengroß, und der Kaiser hat immer mal wieder Botschafter in entlegene Gebiete des Reiches geschickt, mit einer Botschaft. Ja, und wenn man so einen Botschafter gesehen hat, wusste man, hey, der vertritt jetzt den Kaiser. Sein Wort ist genauso wichtig wie das des Kaisers. Ich gehorche dem mal besser, weil sonst könnte ich ein Problem haben. Und dieser Botschafter, die Nachricht, die er dabei hatte, die hieß ironischerweise immer Evangelium. Ja, also damals, also komplett unreligiös, hatte er immer ein Evangelium, nämlich eine gute Nachricht dabei. Und diese gute Nachricht, das war auch völlig egal, ob er gerade das Todesurteil für die Leute gebracht hat, für den er Botschaft ist, oder ob es wirklich eine gute Nachricht war. Es war immer das Evangelium, weil der Kaiser, der hat ja immer gute Entscheidungen getroffen und deswegen immer Evangelien verbreitet. Und jetzt sagt Paulus hier, er knüpft an diese Vorstellung an und bezeichnet sich selbst als Botschafter. Nicht des Kaisers, sondern Botschafter für Christus. Also für den lebendigen Gott, den König aller Könige, als seine Vertretung auf Erden. Und das kann ich mir vorstellen, dass sich das erstmal für die Korinther ein bisschen überheblich angehört hat. Also gemessen an den Botschaftern des Kaisers ist das, also Botschafter Gottes auf Erden, ja ein noch viel, viel höherer Dienst. Aber Paulus sagt hier, Gott ermahnt oder ermutigt durch uns und deshalb sind wir seine Botschafter. Und die Korinther, die kannten das, was Paulus hier meinte, ja sehr, sehr gut. Sie waren ja diejenigen, die den Dienst von Paulus sehr viel beanspruchten. Ja, er war sehr viel bei ihnen auf seiner Missionsreise, mal bis zu 1,5 Jahre am Stück. Er hat Briefe geschrieben, er hat nächtelang um sie geweint, er hat sie ermahnt, ermutigt, er hat ihnen vorgelebt, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und das alles fasst er mit diesen Worten zusammen. Ich bin Botschafter oder wir sind Botschafter für Christus. Und es bleibt nicht bei Paulus stehen, weil 2 Verse vorher, in Vers 17, meine ich, heißt es, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Wer mit Christus versöhnt ist, der ist automatisch ein Botschafter für Gott. Der gibt diese Versöhnung an andere Menschen weiter. Und das ist interessant, weil Gott gibt uns als Christen diesen Dienst der Versöhnung, diese Stellvertretung hier auf Erden, wobei wir ja fehlerlos sind, nicht fehlerlos, fehlerhaft, mutlos, oft verwirrt, oft egoistisch. Und wir sollen den heiligen Gott hier auf Erden vertreten. Diese Rolle des Botschafters ist wirklich nicht standesgemäß und trotzdem will Gott uns als Botschafter gebrauchen. Und wir stellen uns jetzt ein bisschen die Frage, wie kann das aussehen? Also das passt ja irgendwie nicht so ganz. Und deswegen gucken wir uns so ein paar Eigenschaften eines Botschafters an. Also erstmal sehr banal, ja, ein Botschafter hat eine Botschaft. Und diese Botschaft, den Inhalt, gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Aber so viel schon mal vorab. Man kann so eine Botschaft, die man inhaltlich weitergeben möchte, mit seinem Leben entweder unterstreichen oder eben durchstreichen.
Und es kann zum Beispiel nicht sein, also so viel vorab, es geht gleich um die Versöhnung mit Gott, die tiefen Frieden zur Folge hat. Wenn ich diese Botschaft weitergeben möchte, aber aussehe wie ein Trauerkloß und überhaupt gar keine Freude im Leben habe, wobei ich doch mit Gott versöhnt bin, dann passt das nicht zusammen. Dann streiche ich mit meiner Rolle als Botschaft den Inhalt der Botschaft durch. Lasst uns viel lieber mit unserem Leben die Botschaft unterstreichen, die wir haben. So ein Botschafter in der Politik, der wohnt ja im Ausland, der hat dort meistens ein recht schönes Anwesen, auf Staatskosten darf er dort leben, aber es bleibt dabei, er ist im Ausland. Er ist dort ein Gast, seine Heimat ist woanders. Und es ist deswegen völlig normal, dass der Botschafter, der im Ausland lebt, nicht bei allem mitmacht, was die Kultur seines Ziellandes zu bieten hat. Also es ist für alle klar, es ist für ihn klar, es ist auch für die anderen Leute klar, der macht jetzt nicht bei allem mit. Ja, also wenn jetzt hier der, keine Ahnung, denkt euch irgendeinen Botschafter aus, ich will jetzt hier keine, der hier in Karneval ist, der muss ja nicht in Köln ist, der muss ja nicht Karneval mitfeiern. Das ist ja völlig klar. Alles andere wäre irgendwie so ein bisschen, ja, der Begriff kulturelle Aneignung ist ja in letzter Zeit immer größer geworden. Und so ähnlich ist es für uns als Christen. Ja, wir wissen, unsere Heimat ist eigentlich woanders. Die ist im Himmel. Wir sind hier Gäste auf Erden. Und deshalb ist es für uns auch völlig normal, dass wir nicht alles mitmachen wollen, was hier auf der Erde passiert. Wir passen uns dem nicht an. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, dass wir eigentlich woanders hingehören und nicht hier in dieser Gesellschaft mitschwimmen, wenn uns das präsenter ist im Alltag, dann kann das einen sehr großen Unterschied machen. Ich habe mich früher, als ich in der Schule war, ich bin in Bayern auf ein Gymnasium gegangen und von 900 Schülern war ich meines Wissens der einzige gläubige Christ in unserem Sinne, ja, also die Katholiken dort sind schon auch nochmal andersgläubig als an vielen anderen Orten, aber so evangelikal-christlich war ich der Einzige meines Wissens. Ich habe mich oft danach gesehnt, ach, wenn ich christliche Freunde hier auf der Schule hätte, dann wäre mein Leben mit Gott viel einfacher. Dann müsste ich nicht immer so gegen den Strom schwimmen, dann wäre mein Weg mit Gott viel geebneter, ich könnte viel besser hier geistlich wachsen. Und vielleicht hast du ähnliche Gedanken, denk an deine Familie, deine Arbeitskollegen und du denkst, irgendwie behindern diese Menschen mich eventuell an meinem Weg mit Gott. Aber das ist, musste ich im Nachhinein feststellen, ein falscher Denkansatz. Ungläubige Eltern, ungeistlicher Bruder oder Freunde, die einen zum Schlechten animieren wollen, die hindern dich nicht an deinem Weg mit Gott. Diese Leute sind dein Weg mit Gott, weil Gott dich in jeder Lebenslage, in deinem Beziehungsgeflecht, in dem du gerade bist, als Botschafter gebrauchen möchte. Und er stattet mit dem aus, was wir brauchen. Entscheidend ist einfach, dass ein Botschafter ein Ziel hat. Er will immerhin seine Botschaft weitergeben. Und ich bitte dich mal zu reflektieren. Denk mal an eine Person, an irgendeine, mit der du häufig zu tun hast. Hast du irgendein Ziel mit dieser Person im Kopf? Ja, also vegetiert diese Beziehung einfach irgendwie hin. Ihr lebt nebeneinander, keine Ahnung, Arbeitskollege. Sieht man halt von 8 bis 16 Uhr und dann lebt man wieder auseinander. Oder habe ich in meinem Kopf ein Ziel? Hey, wenn ich diese Person begegne, ich bin ein Botschafter Gottes. Intentionale Beziehungen, also Beziehungen, in denen man ein Ziel hat. Und das sind so ein paar Punkte eines Botschafters, die sind bis jetzt noch relativ abstrakt. Und ich habe letztens mit dem Wayne gesprochen und er hat eine ganz interessante Laufbahn, wie ich finde, als im Botschafter-Dasein für Christus. Komm mal auf die Bühne und erzähl uns doch mal ein bisschen, damit diese Punkte so ein bisschen konkreter werden. Yes, cool.
Voll die coolen Worte von Daniel, die ich auch noch nicht so hatte. Tatsächlich das Bild des Botschafters, das fand ich richtig gut, haben mich auch getroffen. Vor allem das letzte Ziel, lebt Beziehung mit Ziel. Das ist eigentlich das, was mich so am meisten getragen hat und worüber ich viel nachgedacht habe. Und genau, ich habe jetzt die Ehre, ich darf ein bisschen über meine Erfahrungen in der Evangelisation berichten. Genau, ich mache das. Hab tatsächlich aber auch, Daniel, dein Mikro ist an. Ich höre euch. Glaube ich, reden, oder ich höre jemanden flüstern, Franz. Genau, aber ich möchte halt auch gerne mal Hände sehen, ich mache das auch gerne und würde mal gerne fragen, wer von euch hat denn schon mal auf der Straße einfach Traktate verteilt? So christliche Traktate, Bibeln, Werbung? Ja, also schon einige, okay, okay. Und wer von euch hat denn einfach schon mal willkürlich irgendeinen Menschen, fremden Menschen auf der Straße angesprochen, einfach weil du über den Glauben reden wolltest? Wer hat schon einfach mal jemanden angesprochen? Ja, wird schon weniger, ja, okay. Und wer von euch hat aber so einen Lebensstil, wer führt so ein Leben, dass er regelmäßig irgendwie mit Menschen aneckt und anstößt? Oh, ja, schon sehr wenige, also es wird schon immer weniger. Dazu möchte ich euch heute ermutigen und ein bisschen über mein Leben erzählen. Dazu muss man vielleicht ein bisschen wissen zu meinem Charakter. Ich bin eher so der introvertierte Typ. Ich muss ehrlich sagen, hatte nie so die Stärke im Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein und das merkt man mir vielleicht so nicht an auf den ersten Blick, alle, die mich so ein bisschen kennengelernt haben schon, aber das ist tatsächlich so und ich hatte schon immer so die Wichtigkeit, dass ich Anerkennung finde, dass ich geliebt werde, dass ich gefallen habe und mir war immer zu wichtig, was Menschen von mir denken und von mir halten und das hat mich so ein bisschen geprägt. Und ich bin ein Froki. Wisst ihr, was ein Froki ist? Wer weiß, was ein Froki ist? Wow, ein frommes Kind. Ihr seid wahrscheinlich alle Frokis hier, so glaube ich zumindest. Und ich bin auch christlich erzogen worden, aufgewachsen. Und so war ich in so einer heiligen Bubble, so einer heiligen Blase, wo alles heile war. Aber, und das könnt ihr dann jetzt eben vielleicht nachvollziehen, war doch irgendwo ein Bedürfnis bei mir immer dann doch rauszugehen und irgendwas anderes zu machen. Und so habe ich mich tatsächlich irgendwann mal losgelöst von meinem Zuhause, von dieser geistlichen Bubble und bin einfach mal wieder rausgegangen, bin in unser Ghetto gegangen, in unserer Stadt und habe mich den Leuten angeschlossen, wollte cool sein, wollte innen sein, wollte dazugehören und wollte unbedingt einen drauf machen. Das war so das Fleisch in mir, mein Bedürfnis, ne, irgendwie dazuzugehören. Und wir können echt sagen, Gott hat mich bewahrt, dass ich heute nicht im Knast bin, dass ich hier stehen darf. Gott sei Dank ist das gut gegangen. Und ich habe auch irgendwann realisiert, dass es totaler Blödsinn, was ich da mache, mit den Leuten da abzuhängen. Das hat überhaupt keine Zukunft, überhaupt keinen Sinn, kein Ziel. Und ich wusste immer, das ist nicht, wer ich bin eigentlich. Das ist nicht, wer ich bin. Ich mache irgendwas, was ich denke, was cool ist, aber das ist überhaupt nicht, das geht gegen meine Überzeugungen. Und so bin ich auch wieder zurück in diese geistliche Bubble, nach Hause gegangen, bin wieder zu einem Kirchengänger geworden, zu einem Bibelleser, zum Einzelgänger wieder und habe dann auch mich so darauf eingestellt und entschieden, ich möchte mich formen lassen von Gott, ich möchte mich durch sein Wort formen lassen zu einem Menschen, der Gott nachahmt, der Jesus nachahmt, ihn immer ähnlicher wird und in Wort und Tat und vor allem, dass es mir egal ist, was andere Leute darüber sagen, dass es egal sein soll, was Leute über mich denken, wenn ich für Jesus einstehe. Und bin ich dann so angegangen und dann hat das so ein bisschen angefangen, dass ich mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig auf die Straße gehen sollte und Traktate verteilen musste. Und das mit meinem Charakter, das war dann sehr herausfordernd. Das Problem bei mir war immer, wenn ich dann ein Traktat ausgeteilt habe und ich einfach ignoriert wurde und vorbeigegangen wurde oder abgelehnt wurde, das war immer wie so ein Messerstich in mein Herz. Das konnte ich nicht gut ertragen, das konnte ich nicht gut aufnehmen. Deswegen war das so, nicht so die Tage, auf die ich mich gefreut habe, wenn wieder Evangelisation dran stand. Aber das ist ein super toller Dienst, das ist auch eine niedrige Hemmschwelle, wo man einfach mal dabei sein kann, wo man das miterleben kann und einfach auch andere anschauen kann, wie die Traktate verteilen und mit Menschen in Gespräch kommen. Aber das habe ich leider nicht lange durchgezogen und wusste aber, dass zu einem christlichen Lebensstil die Evangelisation dazugehört. Ich wusste, das muss irgendwie sein. Ich kann nicht einfach jetzt genießen und das war's, sondern ich wusste, ich muss die Botschaft weiter raustragen. Habe dann also mich entschieden, so ein Training mitzumachen. Da ging es darum, wie führt man eine Umfrage durch mit Menschen mit christlichem Content.
aufs Evangelium hinweisen. So, ne? Dieses klassische Bild, die Sünde kam, hat die Beziehung zwischen Menschen und Gott zerstört und wir brauchen Jesus wieder, diese Brücke, um zurück zu Gott zu kommen. Das müssten eigentlich einige von uns kennen. Und das war schon eher mein Ding. Das war so ein bisschen, ich hatte einen legitimen Grund, auf jemanden zuzugehen und eine Umfrage zu starten. So, hey, hast du 5 Minuten Zeit, um diese Umfrage durchzuführen? Und das war meistens dann okay. Die meisten haben da mitgemacht. Und die liebste Frage, die ich dabei immer hatte, war am Ende diese Frage, wenn du jetzt sterben würdest, würdest du in den Himmel oder in die Hölle kommen? Und das war so interessant dann, was Leute antworten, weil heutzutage ja so ein verzerrtes Bild von Gott ist, was Gott erwartet, was Gott möchte, wie Gott ist. So. Und da kann man einfach super ins Gespräch über das Evangelium und was Gott eigentlich für eine Beziehung mit uns möchte. Das hat mir sehr gefallen, das hat mich auch ermutigt weiterzumachen. Aber ich hatte immer noch diese Natur in mir, ich möchte beliebt sein, ich möchte Anerkennung haben, ich möchte zu den Coolen gehören. Und so hatte ich das in der Ausbildung entwickelt, dass auch da ich wieder so einen Trieb hatte, ich möchte in die Clique gehören, ich möchte zu den Coolen hinten sitzen und einen drauf machen in meiner Ausbildung, in der Berufsschule. Und trotzdem wussten immer alle, dass ich Christ bin. Alle wussten, wie ich drauf bin, was ich denke, was meine Überzeugungen sind. Und dann, das war immer so ein Running Gag, wenn ich dann um die Ecke komme, oh, da kommt Wayne, Achtung, wir müssen aufpassen, was wir jetzt sagen, wir müssen uns jetzt benehmen, sonst kriegen wir Ärger und so. Und das gefiel mir. Das war immer so ein bisschen scherzhaft natürlich, aber es gefiel mir so ein bisschen, diese christliche Polizei zu sein. Und genau, das habe ich dann auch gut geschafft, so in der Ausbildung. Aber dann war da immer noch eine Person in meiner Klasse, der nach diesen banalen, oberflächlichen Gesichtspunkten ein Außenseiter war oder als Außenseiter gelten würde. Und ich wusste immer so, eigentlich muss ich mich darum kümmern, eigentlich muss ich da Kontakt aufnehmen. Er saß immer alleine und es hat immer in mir ein bisschen gearbeitet, aber ich wollte natürlich dieses Ansehen nicht verlieren oder nicht aus dieser Clique aussteigen. Und Gott hat es aber irgendwann geschafft, mein Herz so zu brechen oder mir so einen Tritt in den Hintern zu geben und einfach sagen, mach das jetzt einfach. Es soll mir jetzt egal sein, was andere davon halten, was die anderen über mich denken und ob ich jetzt da eine coole Zeit bei der Clique habe oder was auch immer. Ich soll das jetzt einfach durchziehen und mich neben ihn setzen. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Wir haben uns kennengelernt und der Typ war so lieb, so freundlich. Wir haben uns so gut verstanden. Ich habe mich von dann an nicht mehr weggesetzt. Immer saß ich neben ihm. Und wir haben uns super verstanden. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass er das erste iPhone hatte. Da konnte ich im Unterricht immer schön spielen, hatte ich immer eine tolle Zeit. Und wir sind auch privat immer näher zusammengerückt. Wir haben uns besser kennengelernt. Tatsächlich immer, deswegen, das war so der wichtige Punkt für mich, tatsächlich immer mit dem Ziel, so ein bisschen christlich zu pieksen. So immer Andeutungen zu machen und in ein Gespräch zu kommen. Und ich sehe auch nur so einen Sinn, überhaupt in eine Beziehung zu investieren und weiterzumachen. Und ich glaube, das klappt auch nur so, weil er war auch offen dafür. Er hat das sich angehört, er hat mich nie abgelehnt, weil dann wäre die Beziehung eigentlich von meiner Seite sofort beendet gewesen. Aber er war immer offen dafür und tatsächlich konnte ich ihn einladen zur Bibelstunde. Und das war so schön mitzuerleben, wie er dann angefangen hat, die Bibel zu lesen mit uns, wie er Gott besser kennenlernen durfte und letztendlich auch sein Leben Jesus geben konnte. Amen. Das war so schön, dabei zu sein und das mitzuerleben. Und ich ermutige euch eigentlich auch, wenn ihr solche Gelegenheiten habt, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt persönlich, aber wenn ihr solche Situationen seht, solche Gelegenheiten, dass ihr auch da rein investiert, dass ihr auch da sagt, ey, mir ist doch egal, was die Leute darüber denken, mir ist doch egal, ob ich dann nicht mehr so cool bin, nicht mehr so angesehen bin, ich weiß genau, was richtig ist. Ich weiß genau, wovon ich überzeugt bin, was Gott sagt, dass ich das tue. Und es ist doch egal dann, dass wir gehasst werden oder nicht mehr beliebt sind. Wir wissen doch, Jesus wurde zuerst gehasst. Und für uns, wir sollten ihn nachahmen darin und uns dafür entscheiden. Und ja, heute ist dieser junge Mann Leiter des Technikteams in einer großen Kirche, setzt auch seine Fähigkeiten und Gaben ein auf der Straßenevangelisation, Hammer. Und ich bin echt froh, dass ich ihn heute zu meinen engsten und liebsten Freunden bezeichnen kann und ihn meinen Bruder nennen darf. Amen. Halleluja. Vielen Dank, Wayne, dass du uns mit reingenommen hast. Und ich glaube, das macht es noch mal ein bisschen konkreter gemacht, was es heißen kann, die Rolle des Botschafters für Christus auszuleben. Vielen Dank. Jetzt wollen wir uns ein bisschen mit dem Inhalt der Botschaft, also was genau ist eigentlich die Botschaft, die wir bekunden. Wir haben es eben immer schon wieder mal angedeutet. Paulus schreibt hier, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wichtig ist hier, dass
versöhnen lassen, das steht im Passiv. Also nicht versöhnt euch mit Gott, sondern lasst euch versöhnen, weil niemand von uns Menschen kann aus sich selbst heraus sich mit Gott versöhnen. Das muss man sich schenken lassen. Die Versöhnung mit Gott, das geht nur von ihm her. Wir können es nur annehmen. Und wie das möglich ist, lesen wir in Vers 21 und das ist, den will ich nochmal vorlesen, weil es ist meiner Meinung nach einer der schönsten zusammenfassenden Evangeliumsverse, die es gibt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist die Botschaft, die wir ausstrahlen und bekunden sollen. Jesus, also hier steht ja, Jesus wusste von keiner Sünde. Natürlich kannte Jesus Sünde und das Ausmaß der Sünde in vollem Maß. Also Sünde als jetzt das Schlechte und Fehlerhafte am Menschen, was ihn von Gott trennt. Das kannte Jesus natürlich sehr, sehr gut. Aber was hier über sein Verhältnis zur Sünde gesagt wird, ist, dass er einfach selbst nie sündigte. Also in der Weihnachtsgeschichte sagt ja auch Maria, hä, wie ist das möglich, da ich von keinem Mann wusste. Die wusste, dass es Männer gibt, aber was da gemeint war, war was anderes. Also dieser Jesus selbst hatte nicht mit Sünde zu tun. Er sündigte selbst nie. Jesus wurde zur Sünde gemacht für uns. Hier steht nicht zum Sünder. Also das wäre ein Problem, wenn hier stehen würde, Jesus wurde zum Sünder gemacht, weil es würde heißen, er würde selbst sündig sein, hätte Schuld auf sich geladen und könnte dann nicht als Stellvertreter unsere Sünden nehmen, weil er ja schon selbst für seine eigenen Sünden bezahlen müsste. Aber nein, hier heißt es, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Zu unserer Sünde wurde er gemacht. Und im Glauben können wir diese, unsere Sünde, auf ihn laden. So werden wir von Sünde freigesprochen. Und damit nicht genug, sondern hier steht es, geht es weiter mit, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Die Trennung zwischen Mensch und Gott verschwindet für den, der das zum Glauben annimmt. Also Gerechtigkeit Gottes kriegen wir als Christen. Wir sind selbst so gerecht wie Gott. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Du als glaubender Mensch bist genauso gerecht wie Gott selbst. Das ist unsere Identität. Das ist Rechtfertigung, weil Jesus unsere Strafe trug. Das ist wahre Barmherzigkeit. Und oft wird diese Barmherzigkeit irgendwie beschrieben als, ja, Gott ja, macht so einen Schwamm drüber, sagt, ach, ist schon okay, sieht so drüber hinweg über diese Sünde. Aber nein, das ist nicht der Fall. Diese Sünde musste bezahlt werden. Die Strafe für die Sünde musste bezahlt werden. Teuer. Und das hat Jesus für uns getan. Als er dort am Kreuz hing, trug er Gottes Zorn, den wir eigentlich für alle Ewigkeit hätten tragen müssen. Das ist, was Luther mit dem fröhlichen Wechsel meinte. Also wir geben unsere Sünde ab, kriegen Gottes Gerechtigkeit. Der wunderbare Tausch, der vollzieht sich darin, dass wir an Jesus glauben. Jetzt meine Frage an euch. Glaubt ihr das? Ich meine nicht nur, ob du das für wahr hältst, ja doch, ist theologisch korrekt, sondern vertraust du mit deinem ganzen Leben auf diese Tatsache? Und ich frage an der Stelle übrigens nicht nur diejenigen, die noch nicht mit Jesus leben. Denn interessant ist, diese Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott, die schreibt Paulus eigentlich hier an Christen. Also der hat da eigentlich gar nicht so sehr Evangelisation im Kopf, sondern er schreibt, lasst euch versöhnen mit Gott und erklärt dieses Evangelium nochmal Christen. Denn es kann sein, dass wir schon lange mit Gott leben, aber wir uns trotzdem mit Gott versöhnen lassen müssen. Und das zum Beispiel, also wenn wir jetzt einen Vers weiterlesen würden, da in Kapitel 6 schreibt Paulus, dass wir die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen sollen. Vergeblich wäre diese Gnade Gottes empfangen, wenn wir diese Botschaft nur für uns behalten und nicht weitertragen. Und wenn wir in der Folge nicht als Botschafter Gottes auftreten, dann leben wir einfach nicht an der Stelle, wo Jesus uns haben will. Dann laden wir
wieder, dann verfehlen wir einfach das Ziel für unser Leben. Dann ist es auch wieder dran, uns mit Gott versöhnen zu lassen, selbst als Christen, wieder neu zum Kreuz zu gehen und einen neuen Anfang zu machen. Und als Botschafter Gottes wollen wir, dass die Welt diese Botschaft annimmt. Was tun wir dafür, dass unser Umfeld diese Botschaft annimmt? Es sind deine Rolle als Botschafter und der Inhalt der Botschaft, auf die es ankommt. Und wenn du deine Rolle als Botschafter einnimmst, so wie Wayne es beschrieben hat, dann sind oft in erster Linie gar nicht so viele Worte nötig. Oft reicht es einfach schon, das vorzuleben, was Jesus in uns hineingelegt hat. Ganz nach dem Zitat, das, was du bist, halt so laut in meinen Ohren, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Das ist der erste Teil, die Rolle des Botschafters einzunehmen. Das ist nämlich das, was die Leute direkt sehen können. Man kann aber auch trotzdem, auch wenn man vorbildlich lebt, jahrzehntelang in den Beruf gehen, Nachbarn haben, und die können aber trotzdem nicht riechen, dass du was mit Jesus zu tun hast. Und deshalb muss unbedingt früher oder später, besser früh als spät, der Inhalt der Botschaft auch rumkommen. Der Inhalt der Botschaft lautet Versöhnung mit Gott und daher Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und die meisten von uns, inklusive mir, können hier ein bisschen was nachlegen, was Mut angeht, was Gelegenheiten abwarten angeht und ergreifen, diese Botschaft weiterzugeben. Und noch eine Sache zum Botschafter. Wusstet ihr, dass ein Botschafter im Ausland oder hier in Deutschland haben Botschafter ein eigenes Kennzeichen? Also die haben keine normalen Berliner Kennzeichen, sondern die haben ein spezielles Botschafter-Kennzeichen. So jeder weiß, wenn dieses Auto da lang fährt, da sitzt ein Botschafter drin. Und wir als Christen sind häufig, das ist so Undercover-Christen. Ja, also gerade wenn man in ein neues Umfeld kommt, erstmal schön niedrigschwellig angehen. Am besten, ich sag später erst irgendwann mal, dass ich Christ bin, dass ich in die Gemeinde gehe. Kann richtig sein, aber ich glaube, vielen von uns täte es gut und unserem Umfeld täte es gut, mutiger zu sein, Gelegenheiten zu ergreifen und unseren Glauben zu bezeugen. Natürlich muss das nicht mit genau diesen Worten sein, so lass dich versöhnen mit Gott. Es geht vielmehr darum, zu bezeugen, was Jesus in meinem Leben getan hat. So ein bisschen wie der Blinde in Johannes 9, der geheilt wird von Jesus und dann einfach nur sagt, ich weiß eigentlich gar nichts, ich weiß nur, Jesus hat mich geheilt und jetzt sehe ich was. Und die Pharisäer, die quetschen ihn immer wieder aus und seine Eltern und so weiter und er sagt, was wollt ihr von mir? Ich sehe jetzt und Jesus hat mich geheilt. Und so ein bisschen ähnlich ist unsere Botschaft, dass wir bezeugen, das hat Jesus in meinem Leben getan. Jesus hat mich frei von Sorgen gemacht, deswegen darf ich einen tiefen Frieden haben. Jesus hat mich von Süchten befreit, das war ich nicht selbst, das war auch nicht die Psychotherapie, das war Jesus, der mich frei gemacht hat. Und immer wieder im Leben einfach bezeugen, das tut Jesus in meinem Leben. Dazu gehört eine passende Gelegenheit, für die wir gerne immer wieder beten dürfen und vor allem Mut, Gottes Handeln zu bezeugen und auf ihn hinzuweisen. Lasst uns diese Rolle als Botschafter im Alltag immer wieder präsent haben. Ich wünsche uns dabei Gottes Segen und möchte jetzt noch gern für uns als Gemeinde beten. Bleibt gern sitzen dazu. Vater, du vertraust uns so ein wundervolles Amt an. Danke, dass wir dich stellvertreten dürfen. Du hast uns am Kreuz hast du unsere Sünde getragen und uns stellvertreten und wir dürfen jetzt dich hier stellvertreten auf der Erde. Das ist eigentlich nicht standesgemäß und so oft scheitern wir daran. Und ich bitte dich für uns als EFB, dass wir mutig werden, mutig einfach verwurzelt in dir das ausleben, was du in uns hineingelegt hast und so Botschafter sein dürfen in unserem Umfeld. Amen.